Unser heutiger Film ist wieder ein amerikanischer Horrorfilm und die Fortsetzung von Jack Ketchums Beutegier von 2009. Der Film beginnt damit, dass wir eine Frau sehen, die in den Wäldern lebt. Sie scheint eine große Wunde am Bauch zu haben, die sie so gut es geht zu heilen versucht. Dann betritt die Frau eine Höhle und knurrt einen Wolf an, den sie dann auch brutal tötet. Es folgen Szenen, in denen die Frau träumt, während sie einen Wald durchquert und in einer Höhle ein Baby findet. Ein Wolf, der anscheinend von der wilden Frau gezähmt wurde, umkreist das Kind, fügt ihm aber keinen Schaden zu. Es wird hier nicht erklärt, aber durch den Vorgänger wissen wir, dass die Frau das letzte verbliebene Mitglied eines kannibalistischen Indianerstammes ist, der seit Jahrzehnten an der Nordostküste umherzieht. Die Szene wechselt dann plötzlich in die Zivilisation. Hier treffen wir Chris Klieg, einen Anwalt vom Lande, der sich mit seiner Familie bei einem Grillfest in der Nachbarschaft entspannt. Peggy, die älteste Tochter der Familie, sitzt am Rande, scheinbar unnahbar und traurig. Der Sohn Brian Klieg beobachtet, wie Jungen ein kleines Mädchen schikanieren und in die Ecke drängen. Er steht dann auf, anscheinend um ihr zu helfen, beginnt aber stattdessen mit einem Basketball zu spielen. Nach der Party fragt Chris seinen Sohn, wie es gelaufen sei, und Brian antwortet, dass er 8 von 10 Körben getroffen habe. Er erwähnt dabei nichts über das Mädchen oder irgendetwas sonst. Als sie nach Hause kommen, erfahren wir, dass sie auf einem Bauernhof in den Wäldern mitten im Nirgendwo leben. Ein klassischer Ort für einen Horrorfilm. Der Film zeigt dann ziemlich schnell, dass Chris ein sehr manipulativer Patriarch ist, der seine eigene Art hat, die Familie zu führen. Eines Tages sehen wir dann Chris mit seinem Gewehr auf der Jagd im Wald. Irgendwann sieht er dann die Frau vom Anfang beim Baden im Fluss. Er folgt ihr dann unauffällig zu ihrer Höhle und seinem seltsamen Lächeln nach zu urteilen, scheint er einen bösen Plan im Kopf zu haben. Er kehrt dann nach Hause zurück und befiehlt seiner Familie, den Keller auszuräumen, ohne zu erklären, warum. Er behandelt sie fast wie Diener und nicht wie echte Familienmitglieder. Chris arbeitet in dieser Nacht unermüdlich im Schuppen und lässt seine Frau Belle und seine Kinder im Unklaren darüber, was er da eigentlich tut. Am nächsten Morgen kehrt Chris in den Wald zurück und nimmt die Frau gefangen, nachdem er sie bewusstlos geschlagen hat. Der Film springt dann allerdings in die Schule, wo wir erfahren, dass Peggy eine abgelenkte Schülerin ist, die gerade eine schwere Zeit durchmacht. Brian hingegen ist ein etwas seltsamer Junge, der nachdem er beim Basketball gegen ein Mädchen verloren hat, aus Rache Kaugummi in ihre Haarbürste steckt. Die Szene kehrt dann endlich zu Chris zurück, der im Keller eine Vorrichtung gebaut hat und die immer noch bewusstlose Frau gefangen hält. Er untersucht ihren Körper und macht dabei den Fehler, ihr einen Finger in den Mund zu stecken. Die Frau erwacht daraufhin und beißt ihn mit ihren Zähnen den Finger ab, den sie daraufhin verschluckt. Sie starrt ihn an und Chris schlägt nochmal fassungslos auf die Frau ein. Der Mann rennt dann ins Bad, um sich zu reinigen und die Wunde zu behandeln. Dann geht er zurück zu der Frau, um ihr mitzuteilen, dass hier alles nach seinen Regeln läuft. Falls es noch nicht deutlich genug war, wird hier gezeigt, dass Chris ein großes Machtproblem hat und das Bedürfnis verspürt, alle anderen wie Dreck zu behandeln, um sich selber besser zu fühlen. Auch irgendwie klassisch Horrorfilm. Chris beschließt daraufhin, ihr eine Lektion zu erteilen und feuert einen Schuss in der Nähe ihres Ohres ab. Das scheint zu funktionieren, denn die Frau hört sofort auf zu knurren, als er droht, einen weiteren Schuss abzugeben. Chris stellt daraufhin die Frau förmlich seiner Familie vor, die erstaunt und verwirrt wirkt. Der Mann erklärt, dass sie erziehen müssen und warnt sie davor, sie zu berühren. Brian scheint seltsam fasziniert davon zu sein, als sein Vater ihm erzählt, dass sie die Frau wirklich in ihrem Keller halten können. Chris bringt seiner Familie bei, wie man mit der Frau umgeht, indem er ihr auf sichere Weise einen Teller Brei anbietet. Die Frau schlägt jedoch mit ihrem Kopf auf den Teller und lässt ihn zerspringen. Chris erklärt, dass die Frau ihr Projekt sein wird und sie sich um sie kümmern müssen wie um ein Tier. Nach dem Essen kommt die jüngste Tochter namens Darlin an die Kellertür und schaltet ihr Radio an, weil sie sagt, sie höre es, wenn sie traurig sei. Später am Abend fragt Chris' Frau ihn, ob es richtig sei, sie auf diese Weise gefangen zu halten, woraufhin er sie ohrfeigt und ins Bett springt. Später sehen wir dann Chris bei der Arbeit, wo er sich wie ein ganz normaler Mensch verhält. Er erweckt tatsächlich den Eindruck, ein kluger, intelligenter und charmanter Mann zu sein. Währenddessen ist Peggy in der Schule und irgendwas stimmt nicht mit ihr. Während des Sportunterrichts bricht Peggy aus unbekannten Gründen in Tränen aus. Bella geht währenddessen im Supermarkt einkaufen und trifft dort eine Freundin, die ihr vorschlägt, eine Party in ihrem Haus zu organisieren. Belle muss natürlich an die Frau denken, die sie im Keller gefangen halten, und lehnt ab. In der Zwischenzeit ist die Frau hungrig und beginnt, den wurmstichigen Brei auf dem Boden zu essen. Brian späht währenddessen in den Keller, doch seine Mutter ruft ihn zurück ins Haus. Chris holt dann Peggy von der Schule ab und raucht im Auto, obwohl das Mädchen ihn anfleht, es nicht zu tun. Als sie nach Hause kommen, befiehlt Chris seinem Sohn, die Hunde im Zwinger zu füttern. In diesem Moment sitzt Peggy am Tisch und sieht ihre Mutter an. Sie erinnert sich an ein Gespräch, das sie mit ihrer Lehrerin hatte. Belle fragt daraufhin Peggy, warum sie sich so seltsam verhält, aber Peggy bittet sie höflich, sich um ihre eigenen Angelegenheiten zu kümmern. All das spielt sich allerdings nur in ihrem Kopf ab, weil das Mädchen offenbar Angst hat, mit ihren Eltern zu sprechen.
Währenddessen bohrt Brian ein Guckloch in die Kellertür, um die Frau auszuspionieren. Chris beschließt, dass es an der Zeit ist, die Frau zu waschen und die Überreste auf dem Boden zu beseitigen. Chris zieht sich daraufhin Handschuhe an und beginnt mit heißem Wasser die Frau mit einem Tuch zu waschen. Die Frau wird aggressiv, als Chris ihre Brüste reinigt und hebt ein Stück Holz vom Boden auf. Sie benutzt es nicht, um ihn zu schlagen, sondern als Vorsichtsmaßnahme, weil das, womit die Frau gefesselt war, abgenutzt ist. Sie bringen die Frau daraufhin nach draußen und bereiten sich darauf vor, sie mit dem Hochdruckreiniger zu reinigen. Die Frau schaut dabei auf Peggys Bauch und stellt anscheinend fest, dass sie schwanger ist, was die junge Frau ziemlich erschreckt. Dann fängt Chris tatsächlich an, die arme Frau mit dem Hochdruckreiniger zu waschen, sehr zum Entsetzen von Peggy und Belle. Peggy fleht ihren Vater an, damit aufzuhören, aber schließlich nimmt sie die Sache selbst in die Hand und schaltet den Hochdruckreiniger ab. Die Frau sagt daraufhin mehrmals leise Bitte und Chris glaubt, dass sie endlich lernt. Sie behandeln dann die Wunden an ihren Handgelenken und ziehen ihr ein von Belle genähtes Kleid an. Chris gibt der Frau daraufhin Essen und Wasser und lehrt sie, sich zu bedanken. In der Schule währenddessen unterhält sich die Lehrerin mit einer Kollegin und ist überzeugt davon, dass Peggy schwanger ist. Die Lehrerin versucht daraufhin, Peggys Eltern anzurufen, um sie darüber zu informieren, aber das Mädchen selber nimmt den Hörer ab und legt dann schnell wieder auf. Eines Nachts wacht Chris auf und steht aus dem Bett auf. Seine Frau wacht ebenfalls auf, sagt aber nichts. Chris geht in den Keller und Brian folgt ihm, um einen Blick hineinzuwerfen. Chris zieht daraufhin die Frau aus und beginnt mit ihr intim zu werden, während Brian durch das Guckloch zusieht. Belle ist währenddessen immer noch wach und weint, weil sie genau weiß, was da vor sich geht. Schließlich schläft Chris wieder bei Belle, als ob nichts geschehen wäre. Am nächsten Tag bittet Peggy darum, von der Schule zu Hause zu bleiben, weil sie sich krank fühlt. Brian kommt früher nach Hause und findet eine Nachricht von seiner Mutter vor, die ihn bittet, die Hunde zu füttern. Brian langweilt sich aber und geht, nachdem er eine Zange geholt hat, in den Keller. Er versucht, der Frau einen Keks zu geben, aber es ist ganz klar, dass sie ihn hasst. Während Peggy liest, hört sie Schreie aus dem Keller und eilt nachsehen, was los ist. Als sie den Keller betritt, stellt sie fest, dass Brian auf die Frau eingestochen und ihr mit der Zange eine Brustwarze abgerissen hat. Peggy vertreibt ihn schnell von der Frau und entschuldigt sich bei ihr. Als Chris nach Hause kommt, stellt ihn seine Frau wegen Brians Verhalten zur Rede. Sie teilt Chris mit, dass Brian die Frau missbraucht hat, obwohl sie noch nichts von den Verletzungen weiß, die er ihr zugefügt hat. Chris ignoriert allerdings Brians schreckliches Verhalten und behauptet, er sei nur ein Teenager mit Begierden. Die Frau droht daraufhin ihrem Mann, dass sie die Polizei über die Frau im Keller informieren wird, aber er weist darauf hin, dass sie alle im selben Boot sitzen. Sie stellt jedoch klar, dass sie ihn bei diesen schrecklichen Handlungen nie unterstützt hat. Die Frau flippt daraufhin total aus und sagt Chris, dass sie ihn mit Brian allein lassen will, während sie und die Mädchen gehen. Sie sagt ihm, dass er seinen Sohn für sich behalten kann und sie beide zur Hölle fahren sollen. Chris kann daraufhin seine Emotionen nicht mehr kontrollieren und schlägt seine Frau vor den Augen der Kinder. Der Mann befiehlt daraufhin Peggy, der Mutter zu helfen, aber plötzlich klopft es an der Tür. Peggy öffnet die Tür und findet die Lehrerin vor, die sie bittet, hineinkommen zu dürfen. Oh boy. Peggy sagt, dass das nicht der richtige Zeitpunkt sei, aber die Lehrerin besteht darauf. Dann kommt jedoch Chris herein und zwingt sie, sich ins Wohnzimmer zu setzen. Der Mann sagt, dass es in der Familie keine Geheimnisse gibt und jeder hören kann, was sie zu sagen hat. Die Lehrerin sagt daraufhin, dass Peggy in letzter Zeit anders aussieht und zu große Kleider trägt, sodass sie überzeugt ist, dass sie schwanger ist. Chris nimmt das gar nicht gut auf, da er immer glaubt, die Dinge unter Kontrolle zu haben. Sobald Chris seinen Tonfall anhebt, steht die Frau auf und geht empört weg. Chris folgt ihr jedoch und ohrfeigt sie brutal, woraufhin der Brian sagt, er solle ein Seil mitbringen. Dann ziehen Chris und Brian die Lehrerin mit einem Seil nach draußen. Peggy versucht vergeblich, ihren Vater aufzuhalten. Er beginnt dann eine Rede zu halten, in der er die Frauen für alles Übel auf der Welt verantwortlich macht. Dann packt er Peggy und demütigt sie schwer. Chris bringt die Lehrerin in die Hundehütte und Brian beginnt, sie mit einem Stück Holz zu schlagen. Chris und Brian schließen sie daraufhin in der Hundehütte ein. In diesem Moment wird es Peggy absolut zu viel. Sie stürmt ins Haus und schnappt sich einen Schlüsselbund, kehrt dann in den Keller zurück und befreit die gefangene Frau. Chris fragt währenddessen die Lehrerin, ob sie weiß, was Anophthalmie ist, und dann taucht aus dem Nichts ein augenloses Mädchen auf und beißt ihr in den Hals. Die Lehrerin versucht zu fliehen, während sie von einem Mädchen bei lebendigem Leib gefressen wird. Es stellt sich auch heraus, dass das Mädchen Alice heißt und eigentlich die älteste Tochter der Familie ist. Da ihr aber seit der Geburt die Augen fehlen, ist sie bei den Hunden groß geworden. Peggy hat nun die Frau im Keller befreit, aber als sie Belle begegnen, wird klar, dass sie auf Rache aus ist. Die befreite Frau stürzt sich auf sie und beginnt ihr Gesicht auf grausame Weise aufzufressen. Die Frau isst die Hälfte des Gesichts der armen Frau, nimmt sie dann in die Arme und wirft sie weg. Chris und Brian starren währenddessen auf die Überreste der Lehrerin und unterhalten sich, während die Hunde ihr Fleisch fressen.
Die befreite Frau nimmt nun ein langes Stück Metall und geht zu Chris und Brian. Der Mann sagt gerade seinem Sohn, er solle ein paar Plastiktüten holen, aber dann werden sie von der Frau konfrontiert. Als die Frau beginnt, Brian in zwei Hälften zu schneiden, versucht Chris, seine Schusswaffe zu ergreifen. Als er sie jedoch in die Hand bekommt, ist es bereits zu spät und die Frau schlägt sie ihm aus der Hand. Dann dringt sie mit ihren bloßen Händen in seinen Körper ein und reißt ihm nach und nach das Herz heraus. Danach beginnt sie auch noch es zu essen. Die Frau öffnet dann den Schuppen und findet das Alice-Mädchen, das sich wie ein Hund benimmt. Die Frau füttert sie dann mit Chris' Herz und so werden sie Freunde. Peggy und ihre kleine Schwester Darlin werden dessen versuchen, aus dem Haus zu fliehen, als die Frau und ihre neue Freundin sich nähern. Darlin nennt das Alice-Mädchen dann Schwester, was die Frau wohl etwas beruhigt. In den letzten Szenen des Films lässt die Frau Darlin spielerisch Blut von ihren Fingern lecken. Darlin schenkt ihr daraufhin ein seltsames, aber liebevolles Lächeln, bevor sie mit der Frau in den Wald geht. Peggy ist total verwirrt, beschließt aber dem Trio zu folgen, als das Bild dann dunkler wird. So, und das war's mit der heutigen Filmvorstellung. Falls es euch gefallen hat, abonniert den Kanal, lasst ein Like da und schaltet die Benachrichtigungen ein, damit ihr mehr Filme wie diesen sehen könnt. Und zum Schluss möchte ich noch Yellow grüßen. Er oder sie schreiben, echt geiles Video, macht weiter so. Hey, vielen Dank Yellow für deinen Kommentar und für dein tolles Kompliment. Ich freue mich wirklich sehr, dass es dir gefällt und ich hoffe, dass du noch lange, lange Spaß dran hast. Falls ihr anderen noch Meinungen zum Kanal habt, mich etwas fragen möchtet oder einfach mal gegrüßt werden wollt, schreibt es in die Kommentare. Mit etwas Glück seid auch ihr in einem der nächsten Videos mit dabei. Bis dann!